Willkommen zurück zu meinem Live-Let's Play zu Crash Bandicoot 2 aus der Insane Trilogy. Cortex Strikes Back hat da noch gefehlt. Aber ja, es ist ja nicht mehr viel vom Spiel, deswegen ja, muss ich das mir jetzt auch nicht mehr so gut merken. Aber das nächste Spiel kommt ja noch. ja, beim letzten Mal haben wir Pissing It Away gemacht und Spaced Out. Jetzt haben wir eigentlich nur noch ein paar Easy-Peasy-Level vor uns. Aber mal abwarten. Das kann alles noch ganz schlimm enden hier. Aber ich würde sagen, wir hauen mal rein. Ich werde vielleicht gleich noch meine Cam anpassen, weil ich die Befürchtung habe, Entschuldigung, dass meine Cam die Zeit bedeckt. Aber das werden wir sehen. So ein tolles Lied. Puh, okay. Rennen kann man hier, glaube ich, nicht. Ich muss erstmal wieder an die Steuerung gewöhnen. Ich glaube, das war so ein bisschen autofahrmäßig, ne? Ja. Oh. Nee. Okay. Konnte man gerade draußen den Fake Crash, glaube ich, sehen. Oh, die nehmen wir mit. Die nehmen wir mit! Ja, schön. Das war so ein guter Run. Das war so ein guter Run. Irgendwie spiele ich zurzeit 3 Crash-Spiele gleichzeitig. Crash 4 noch immer nicht ganz durch. Crash 2 zwischendurch und mal wieder Crash on the Run. Ja, das wäre bei mir eigentlich fast genauso, wenn ich mit Crash on the Run angefangen hätte. Aber... Crash 4 nicht so ganz dazu zählen, weil irgendwie ist das momentan... Weiß ich nicht. Ich hab das bestellt damals. Also vorbestellt. Hab das dann, glaube ich, eine Woche gespielt. Oder sagen wir mal 2 Wochen. Ja, und dann war's das. Weil mich das ein bisschen enttäuscht hat so. Und das auch irgendwie viel zu schwer ist. Und zu unabwechslungsreich. Deswegen liegt das jetzt erstmal rum. Ich hatte jetzt so einen Monat. Ach, scheiße. Hatte jetzt einen Monat so eine Zeit. Wo ich hätte eigentlich dran weiterspielen können. Habe ich aber nicht. Ich habe auch immer nur so kleine Puppspiele gespielt. Weil jetzt am Dienstag kommt Offworld raus und ich wollte bis dahin kein neues Spiel anfangen. Oh. Ich wollte dann erstmal Offworld fertig spielen und dann... Wollte ich auch gerne die Outer Worlds wollte ich mit anfangen. Also ist Crash wieder hinten dran. Ich glaube, das dauert noch ein bisschen, bis Crash wieder dran kommt. Ich habe auch relativ spät erst Nitro Fueled platiniert. Weil ich habe so ein bisschen das Problem, ich fange dann meistens so Spiele zeitgleich mit Dennis an.
Und wenn der da mehr Erfolg hat irgendwie im Spiel, verliere ich die Lust daran. Scheiße. Ich weiß nicht, woran das liegt. Keine Ahnung. Auf jeden Fall, er war dann bei den Zeit-Challenges, wo man den Oxid-Geist besiegen musste, und ich hing da irgendwie an einer Strecke fest oder so, und Dennis war schon fast am Ende und dann habe ich keine Lust mehr gehabt. Ich verliere da ganz schnell irgendwie dann die Lust daran. Ich verliere sowieso an so Sachen ganz schnell irgendwie. Also was heißt an so Sachen? An Sachen irgendwie sehr schnell Lust. Also was heißt Lust? Ich tue mich dann... Also ich suche mir immer irgendwie neue Hobbys und fange die dann an und bin dann so voll mega dabei, und dann irgendwann mache ich das irgendwie nicht mehr. Das war genauso das gleiche mit Postcrossing. Was ich übrigens morgen auch noch machen wollte, genau, Postcrossing. Da hatte ich mich angemeldet. Hatte dann noch ganz viele Postkarten und so geschrieben, blauen Block, und das wird dann irgendwie immer weniger, keine Ahnung. Bis ich jetzt, ich glaube, ich habe jetzt schon ein Jahr lang gar keine mehr geschrieben. Ich habe aber noch ein paar hier rumfliegen und die wollte ich jetzt so nach und nach alle verschicken, weil das halt, ich habe dafür Geld ausgegeben und das wäre halt blöd, wenn ich, was soll ich mit den Postkarten hier? Die sehen, ja, sehen schön aus, aber wenn da nichts draufsteht, ist halt auch irgendwie blöd. Also das einzige beständige Hobby eigentlich, was ich so hab, ist Zocken. Ich hab mal versucht, Gitarre zu spielen, ich hab mal versucht, Bass zu spielen. Ja, Platin. Nice. Ja, mit Let's Play ist in letzter Zeit auch irgendwie ein bisschen mau bei mir. aber wenigstens, ich wollte jetzt sagen, streame ich wieder ein bisschen regelmäßiger, aber das ist jetzt das zweite Mal, dass ich streame. Also jetzt ungefähr in einem Monatsabstand, wie damals, wie ganz damals wieder. Ja, was wollte ich mal lernen? Ich habe hier noch eine Mundharmonika und ein Buch habe ich noch dazu, um mir das selbst beizubringen. Habe ich auch noch nicht gemacht. Dann habe ich jetzt die letzten Monate immer damit so ein bisschen geliebäugelt, mir so ein Elektropiano zu kaufen. Ah, das ist dann doch schon eine Investition, weil kostet, also so ein vernünftiges Ding, die fangen glaube ich bei 400, 500 Euro an oder so, und dann das wird sowieso wieder dahin laufen, dass ich das dann irgendwann wieder verkaufe. Habe ich es jetzt erstmal gelassen. Mundharmonika war jetzt nicht so intensiv von der Anschaffung her und nimmt auch nicht viel Platz weg. Da ist das nicht so schlimm, aber halt so fucking Piano ist halt groß. Und soll man auch nicht hochkant lagern, und muss das halt breit hingestellt werden. Und wir haben ja nun mal auch nicht so viel Platz, und ja. Ja. So, next level. Night Flight. Genug von meinen Problemen. Ich merke bei mir, wenn ich ein Spiel vorher schon bei jemandem im Let's Play sehe, brauche ich hinterher auch länger, da ich ja quasi schon weiß, was kommt. Ja,
Ich hatte... Was war das denn? Nicht Detroit Become Human, sondern das davor. Wie heißt das Spiel? Beyond Two Souls. Beyond Two Souls. Das hatte ich damals beim Kavalierpiraten, heißt der, glaube ich, so ein Let's Player. Habe ich das gesehen. Da habe ich auch total abgefeiert, das Spiel. Habe das dann aber erst ziemlich später wieder dann selbst gespielt. Wobei das bei den Spielen kann man, glaube ich, auch nicht so vergleichen, weil da ist ja schon ziemlich variabel, was man da, also wie man da spielt, weil es gibt ja verschiedene Handlungsstränge, sag ich jetzt mal in Anführungszeichen, also halt so Storystränge. Da ist das immer noch so ein bisschen was anderes. Ich wünschte, Crash 4 wäre einfach wie Crash 2, nur andere Level. Mann. Oh, die Maus habe ich gar nicht gesehen. Um Gottes Willen. Kommt hier nicht noch so ein Scrap-Ding mit TNT-Kisten im Hintergrund? Ich warte da die ganze Zeit irgendwie drauf. Das muss doch eigentlich ganz gut gewesen sein, oder? Gold, ja, wunderschön. Wunderbärchen. Ey, sind wir gleich schon durch hier? Jetzt noch das letzte Pack Attack Level, also das letzte Pack Attack Level und das letzte Level. Dann machen wir einfach nochmal Cortex und dann hat sich die Sache. Ich habe die gar nicht gesehen. Das, obwohl ich meine Brille aufhabe. Ach, das ist auch egal. Oh, oh, oh. Fällt mir gerade ein. Ich fahre ja total auf Dunkin' Donuts ab. Und hier in Duisburg hat jetzt ein Donutladen aufgemacht. Ich weiß gar nicht mehr, wie der heißt. Royal Donuts heißen die, glaube ich. Und da habe ich jetzt mal so ein 6er-Paket gekauft. Und die sind einfach mal doppelt so teuer. Scheiße! Doppelt so teuer wie die von Dunkin' Donuts und halt nur halb so gut, wenn überhaupt. Das finde ich voll traurig. Ich habe gedacht, so, ja geil, musst du nicht immer irgendwie von Düsseldorf oder von Oberhausen dann Donuts mitbringen. Nee. Bin ich nicht gut. Ach, come on.
Wir hätten das Dunkelheitslevel zuletzt machen müssen. Das wäre dann schön angenehm zum Ausklingen gewesen. Da bin ich viel zu früh los. Also, ich habe nicht drauf geachtet, wann ich loslege. Ich muss da drauf gucken, wann die, wie die im Kreis sind. Ah. Diese Metallkiste ist auch nur dafür da, um zu zeigen, yo, hier ist jetzt schwerelos. Okay, muss ich mir merken. Nein! Und da ist es schon passiert. Soll jetzt irgendwie auch so eine neue Serie geben auf Disney Plus von Star Wars. Die Bad Batch oder irgendwie sowas. Jetzt muss ich mir mal einen Trailer von angucken. Ob das was taugt. Gott. Oh, okay. Ist das kürzer, das Level? Weiß jetzt gar nicht. Ah, Kuchen backen wollte ich morgen noch. Ha! Bis Wochenende. Weil ich habe da so ein Kuchenbuch. Das sind wir mal durchgegangen, Dennis und ich. Und wir haben festgestellt, dass fast jeder Kuchen darin geil ist. Und ja, ich mach die dann. Hallo Tobi! Ich mach die dann nicht in der Größe, wie sie im Buch steht. Weil das sind meistens so 24, 26 cm Durchmesserkuchen. Das ist fürs Wochenende ist das zu viel. Ich habe so eine 15 cm Springform, so eine ganz kleine. Und dann rechne ich das dann runter und mache die dann da drin. Das ist dann perfekt. Also jeden, also Samstag ein Stück, Sonntag ein Stück. Und dann ist der Kuchen auch schon leer. Und dann wollte ich dann, haben wir uns eigentlich ausgesucht, eine Eistorte zu machen. Scheiße. Und dann habe ich gelesen, da kommt wirklich Eis rein, also Vanilleeis kommt da rein. Und dann soll man den dann, wenn man das alles zusammengemanscht hat, soll man den nochmal eine Stunde ins Tiefkühlfach stellen. Und das ist so ein Kuchen, den kannst du irgendwie auch mal Party servieren. Und so, also dass er dann direkt gegessen wird komplett. Aber dann nicht fürs Wochenende. Also auf jeden Fall mache ich den jetzt, aber statt dem Eis nehme ich einfach Pudding. Mal gucken, wie das wird. Der Boden ist ganz geil, das ist einfach nur so irgendwie zerlassen Schokolade mit Cornflakes. Klingt eigentlich voll geil so. Und dann wäre dann eigentlich Vanilleeis wäre dann gekommen da drauf. Dann eine Schicht zermatschte Blaubeeren und dann nochmal eine Schicht
mit Vanilleeis und zermatschten Blaubeeren. Ja, und das mache ich jetzt einfach so, genauso nur mit Pudding. Weil den kann man dann nämlich auch noch am nächsten Tag essen. Und der muss nicht ins Gefrierfach. Wenn ich den Pudding hinkriege, weil mit Pudding ist halt bei mir so eine Sache, der wird irgendwie nie fest genug. Deswegen werde ich diesmal zuerst ganz, ganz wenig Wasser nehmen. Weil immer, also so wie die das immer auf das Päckchen draufschreiben mit dem Pudding, das funktioniert bei mir meistens nicht. Ich habe nämlich mal einen Pudding-Streuselkuchen gemacht. Und da ist der Pudding so dünn geworden, dass der unter den Boden drunter ist. Also dann war das im Endeffekt war das nur noch so ein Teig-Pudding-Gemisch irgendwie. War trotzdem lecker, aber es hat halt eine merkwürdige Konsistenz gehabt. Streuselkuchen ist so geil. Streusel. Boah, den Kuchen könnte man sich eigentlich sparen. Ich will nur Streusel haben. Auf jeden Fall, morgen mache ich dann den Kuchen fürs Wochenende. Und dann noch für morgen Abend eine Kuchenbowl. Die hat Alina mir empfohlen. Wollte ich dann mal machen. Gib Gas, gib Gas, gib Gas, gib Gas, gib Gas. Ich weiß nicht, ob das gut ist. Das ist bestimmt nicht gut. Please. Schön. Ja, so. Machen wir aber nochmal einen Kontrollblick. Alina, voll die Kochberaterin. So, ja, dann ist doch schön hier. Guck, 25 von 25 Kristalle, 42 von 42 Edelsteine, 27 von 27 Relikte, davon 4 Platin, 23 Gold und 0 Saphir. Das heißt, wir haben es geschafft. Jetzt nur noch einmal nach oben. Nein. Was ist denn da oben eigentlich? Ach stimmt, der Dings, glaube ich, ne? Das, die Credits, oder? Wir sind bereit, Crash. Hand nehmen? Keine Credits mehr. Das ist aber traurig. Keine Credits? Kann man die auch nicht nochmal extra abspielen lassen irgendwie? Schade. Na gut, dann wollen wir beenden. Und ja, dann war das eine erfolgreiche Aufnahme heute. Es hat überhaupt nicht lange gedauert. ja. Dann hoffe ich, euch hat Crash Bandicoot 2
Aquatic Strikes Back aus der Insane Trilogy gefallen. Und ja, wir sehen uns dann hoffentlich bei Crash Bandicoot 3 Warped aus der Insane Trilogy wieder. Ja. Bis dann, ne? Tschüss.